Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und so sei der Herr mit euch. Amen. Seien Sie herzlich gegrüßt hier in der St. Johanneskirche zu Bad Salzelmen und an den Bildschirmen zu Hause. Seien Sie herzlich gegrüßt zum Gottesdienst heute am Sonntag ex Audi. Höre mich, Herr, wenn ich rufe, und sei mir gnädig und erhöre mich. So werden wir es gleich beten. So steht es im 27. Psalm. Ex Audi, höre. Ja, wir bitten Gott in und mit diesem Gottesdienst, dass er uns hört und dass er uns erhört mit unseren Bitten, mit dem, was uns bewegt. Und wir vertrauen darauf, dass er es tut. Deswegen, die güldene Sonne ist das, was unser Herz von Gott her bescheint. Und die güldene Sonne ist das, was uns äußerlich heute auch begleitet in diesem Gottesdienst. Dieses Lied, die güldene Sonne, soll am Anfang dieses Gottesdienstes stehen. Dann lasst uns also die Worte des 27. Psalms aufnehmen und sie im Wechsel der Seiten miteinander lesen und beten. Ich bitte die Kanzelseite mit mir zu beginnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich von dem Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir vor dein Wort.
ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu deine Hand nicht ab von mir, Gott mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Unser Gott, höre uns und komm zu uns in aller Trostlosigkeit, die wir erleben. Komm zu uns und hilf uns, wenn wir uns hilflos fühlen. Komm zu uns und begleite uns, wenn wir allein sind. Komm zu uns und stärke uns, wenn wir matt werden. Und hilf uns allen, dass wir füreinander da sind und dass wir einander trösten, stärken und begleiten. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Epistel für diesen Sonntag,
Sie steht im Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr seid in die Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle in die ganze Fülle Gottes gelangt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für diesen Sonntag. Es ist aufgeschrieben, Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden,
sondern was er hören wird, wird er euch reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Lied in meinem Mund.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Ex-Audi-Gemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder, noch einen weiteren Predigttext möchte ich uns lesen. Heute aus dem Johannesevangelium im 7. Kapitel. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Durst. Durst, das ist das Gefühl der Wüste. Und deswegen ist es auch der Grundgedanke, der sich mit dem Fest verbindet, auf dem Jesus hier auftritt. Mit dem Laubhüttenfest, Sukkot. Bei diesem Laubhüttenfest wird zum einen daran erinnert, wie das Land, in dem die Israeliten leben, Wasser braucht, weil es zu großen Teilen aus Wüste besteht und ohne Wasser ganz elementar zu merken ist, keine Vegetation entsteht. Wir haben dieses Gefühl in den vergangenen Jahren auch kennengelernt hier in Deutschland. In Israel ist es elementar immer virulent. Wasser, der Durst der Pflanzen, das ist der eine Hintergrund für dieses Fest, dieses Laubhüttenfest, das die Israeliten feiern und auf dem Jesus auftritt. Und der zweite Hintergrund ist ein historischer. Israel erinnert damit an den Durchzug durch die Wüste, damals mit Mose. Die Laubhütten, sie sind sozusagen die provisorischen Unterkünfte, die daran erinnern. Also Wüstenerfahrungen stehen im Hintergrund dieses Festes, von dem wir hören. Der Durst der Vegetation, der Durst von Menschen. Wasser als das elementare Lebenselixier. Und deswegen wird an diesem Laubhüttenfest auch so etwas wie eine Wasserprozession gefeiert. Im Teich Siloa wird Wasser geschöpft und auf dem Altar des Tempels sozusagen ausgegossen. Wer die Freude an der Wasserprozession nicht gesehen hat, hat in seinem Leben noch keine Freude gesehen. So sagt es der Talmud, die große jüdische Weisheitsschrift. Und jetzt tritt Jesus auf diesem Fest auf, auf dem es so elementar ums Wasser geht. Und er sagt: Wen da dürstet, der komme zu mir. Und er wird satt, er trinke. Und wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Liebe Schwestern und Brüder, Durst ist das Gefühl der Wüste. Die reale Wüste Israels in diesen Tagen ist uns allen vor Augen. Es ist vor allen Dingen der Durst nach Frieden. Das ist der Durst nach Versöhnung, der Durst nach Verständigung, nach dem Ende dieser gegenseitigen Schuldzuschreibungen. Wo ist Jesus in diesem Konflikt? Durst,
ist das Gefühl der Wüste. Das merken auch wir nach 16 Monaten Corona-Wüste, einem Durst nach Freiheit, einem Durst nach Begegnung, nach Umarmung, kaum ein Gespräch, kaum ein Telefonat, was ich in den letzten Tagen geführt habe, wo nicht diese Sehnsucht, dieser Durst danach so deutlich war. Wasser der Seele brauchen wir. Wo ist Jesus in dieser Pandemie? Durst, das ist das Gefühl der Wüste. Und wir erleben auch unabhängig von dieser Pandemie eine reale Wüste der Verdrossenheit von Menschen. Menschen haben das Zutrauen in die Demokratie zunehmend verloren. Es ist zusehends vertrocknet. So sehr, dass wir uns im Kirchenkreis in diesem Jahr schon genötigt gesehen haben, einen Impuls zur Landtagswahl herauszugeben, um Menschen auch wieder neu zu motivieren. So sehr ist diese Trockenheit spürbar unter uns. Der Durst nach Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wo ist Jesus in dieser Verdrossenheit? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt auf dem Laubhüttenfest, wen da dürstet, der komme zu mir. Und das ist keine jesuanische Begleitmusik für die Wasserprozession, sondern er hat den Ernstfall im Blick, die echte Wüstenerfahrung. Er hat den Durst nach Frieden, den Durst nach Freiheit, den Durst nach Ende der Verdrossenheit und den Durst des Zusammenhalts im Sinn. Wo ist Jesus, der diesen Durst stillt? Liebe Schwestern und Brüder, er ist ein Gebet weit von uns entfernt, nicht mehr. Nicht mehr als ein Gebet. Und deswegen ist sein Satz auf dem Fest genauso real greifbar wie der Durst selbst. Wen da dürstet, der komme zu mir und der trinke. Es ist nur ein Gebet weit zu ihm. Der komme und trinke, und wer glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine unwahrscheinliche Zusage. Mitten in der Wüste eine solche Zusage. Unwahrscheinlich. Angesichts dieser großen Wüstennot. Aber nur so unwahrscheinlich wie eine Oase in der Wüste. Nicht unwahrscheinlicher. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich an einer Oase Halt mache, den eigenen Durst stille, Kraft tanke oder nicht. Das ändert nichts an der Wüste, in der Tat. Aber es ändert sehr wohl daran etwas, wie sich diese Wüste bewältigen lässt und mit welcher Kraft, mit welchen Strömen lebendigen Wassers ich durch und in diese Wüste ziehe. Ströme des lebendigen Wassers trotz der Wüste. Liebe Schwestern und Brüder, das, was ich sage, ist für jeden unter uns auf seine Weise sicher real. Und es ist immer mit Namen und Gesichtern verbunden. Und deswegen möchte ich jetzt auch an einen Menschen heute hier in dieser Predigt erinnern, von dem ich denke, er hat in diesem Durst zu Christus gefunden und von Christus Ströme des lebendigen Wassers
erhalten und hinausgetragen. Ich möchte an einen Mann erinnern, der mitten in der Wüste unterwegs war und in der Oase bei Christus aber zu Hause war. Von dem ich sagen möchte, dass also tatsächlich Ströme des lebendigen Wassers von ihm ausgingen. Ich rede von dem Posaunenpfarrer Johannes Kuhlow. Mancher unter uns wird diesen Namen zum ersten Mal hören. Alle, die schon einmal eine Trompete in einem Posaunenchor in der Hand gehabt haben oder eine Posaune, werden ihn sehr wohl kennen. Und noch mehr diejenigen, die ein Flügelhorn spielen. Denn eine bestimmte Form des Flügelhorns ist sogar nach ihm benannt, das sogenannte Kuhlow-Horn. Johannes Kuhlow stammt aus einem Pfarrershaushalt und sein Vater hat den ersten Posaunenchor Deutschlands gegründet. Das war 1856, also die Geburt Johannes Kuhlows. Und er selbst hat dann im Laufe seines Lebens sich der Posaunenarbeit gewidmet und hat die Posaunenarbeit, so wie wir sie heute kennen, im Wesentlichen etabliert und organisiert und vorangebracht. Auch mit Noten und mit ganz treuem Üben. Johannes Kuhlow kannte die Wüste. Die Wüste, die er erlebt hat, war zum Beispiel Hamburg und die Situation des Rauen Hauses, dieses Inbegriffs der inneren Mission, der Diakonie, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. Johannes Kuhlow hat sich dort als junger Pfarrer mit Johann Hinrich Wiechern um verwaiste, ja, und verwahrloste junge Menschen gekümmert. Das war die erste Wüste, die er erlebt hat. Und er hat mit Sicherheit den Durst gespürt, den Menschen haben, die in solchen Situationen sind. Und die zweite Wüste hat er erlebt in Bethel, dort, wo er 1893 hinberufen wurde als Pfarrer und wo er sein ganzes Pfarrerdasein verbracht hat bis zu seinem Ruhestand und darüber hinaus, bis zu seinem Tod am 16. Mai 1941, heute vor 80 Jahren. Johannes Kuhlow hat den Durst gespürt, aber er hat die Quelle gefunden. Und er wusste, was den Durst stillen kann. Deswegen hat er sich der Posaunenarbeit gewidmet. Deswegen hat er Menschen eingeladen, zum Lob Gottes zu musizieren. Und wie Kuhlow rufen noch heute Trompeten und Posaunen mitten in den Wüsten, die wir erleben, zur Oase Gottes. Sie laden ein. Kommt, alle, die ihr Durst habt, und trinkt. Und dann sollen und werden Ströme des lebendigen Wassers von euch ausgehen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er erfülle unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.
Und nun lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Ich bitte alle aufzustehen. Herr, unser Gott, du unser Licht, unser Heil, unseres Lebens Kraft, höre unsere Stimme, wenn wir zu dir rufen, sei uns gnädig und antworte uns. Darum bitten wir bei all dem, was uns so bewegt. Herr, wir klagen dir das Elend der Auseinandersetzung zwischen Israeliten und Palästinensern, den Konflikt, der neu entflammt ist und für den es bis heute keine Lösung gibt. Erbarme dich und überwinde die hasserfüllten Herzen mit deiner Liebe, die auch den Feind annimmt. Erbarme dich, Herr, und erhöre uns. Herr, wir bitten dich angesichts aufgezehrter Geduld um Frieden und gegenseitige Rücksichtnahme in der Pandemie. Schenke uns auch weiter Bereitschaft zum Zusammenhalt, gerade in der gegenwärtigen Situation, die einem mehr ermöglicht als anderen. Erbarme dich, Herr, und erhöre uns. Herr, auch die Sorge um die Entwicklung unseres Landes bringen wir dir. Der Umgang miteinander ist rauer geworden in den letzten Jahren. Streit, der in der Sache nötig ist, wird schnell persönlich und verletzend und entwürdigend. Wandle Frust in konstruktive Energie. Erbarme dich, Herr, und erhöre uns. Und Herr, wir bitten dich für unsere Geschwister und für alle in dieser Stadt, die Sorgen haben, die krank sind oder die sich einsam fühlen. Sei ihnen nahe mit deiner Kraft und schenke ihnen menschliche Nähe. Lass auch uns erkennen, wo unsere Hilfe von Menschen gebraucht wird. Erbarme dich, Herr, und erhöre uns. Gemeinsam rufen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Am Sonntag, den 23.05., feiern wir Pfingsten und laden zum Gottesdienst in die Jakobikirche herzlich ein. Beginn ist 10 Uhr. Ebenfalls am Pfingstsonntag findet um 14 Uhr in der St. Andreaskirche in Biere ein Konfirmationsgottesdienst statt. Die Kollekte des letzten Sonntags erbrachte einen Betrag von 167 Euro. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte erbitten wir für das Lothar Griesing Ökumenezentrum für die Arbeit der Flüchtlingshilfe, Migration und interreligiösen Dialog und Opferhilfsfonds. Wer für die eigene Gemeinde etwas geben möchte, nutze dazu den Opferstock am Ausgang. Gott segne Geber und Verwendung der Gaben. Ein herzliches Dankeschön an Matthias Porzelle für die Übernahme des Gottesdienstes und die Predigt. Dank auch für die musikalische Gestaltung an der Orgel Carsten Miesler und an der Trompete Balik Kreuzinger von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Vielen Dank dafür.
herzliche Einladung zum nächsten Lied, oh, zum letzten leider schon. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Ich wünsche uns natürlich von Herzen, dass wir viel lachen können und dass wir viel Grund haben zum Lachen. Aber auch in den Situationen, in denen es traurig ist und traurig wird, sind wir nicht allein. So oder so, wir gehen und wir stehen unter der Segenszusage unseres Gottes. Und darum geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.